Pieps, so süß, dass ich ihn fressen musste, von Scott Westerfeld. Ich sah, warum es in allen Legenden heißt, sie wären schön. Zart schimmert die Skelettstruktur unter der Haut durch, die bei ihnen immer makellos ist. Und dann haben Pieps so einen intensiven Blick. Wegen der Anpassung an die Dunkelheit sind ihre Pupillen riesig. Die Haut außenrum ist zurückgezogen, sodass mehr von den Augäpfeln freiliegt. Wie Botox-behandelte Filmstars haben sie immer einen erstaunten Blick und blinzeln so gut wie nie. Einen kurzen und entsetzlichen Moment lang glaubte ich, ich wäre wieder in sie verliebt. Aber das war bloß der unersättliche Parasit in mir. Pieps ist im August 2008 erschienen, hat 349 Seiten, heißt im Original auch Pieps und kostet gebunden 16,95 Euro. Es gibt noch einen Folgeband, allerdings mit anderen Hauptcharakteren, und der heißt Pieps, die letzten Tage. Worum geht es also? Na, habt ihr es erraten? Richtig, Vampire. Allerdings kann man das Buch trotzdem nicht wirklich als Fantasy-Buch bezeichnen, da ausnahmsweise mal alles komplett logisch ist. Auch wenn ich immer dachte, Vampire und logische Erklärungen passen nicht zusammen, so ist es aber. Der Vampirismus ist in diesem Buch keine mystische Verwandlung, sondern ganz einfach ein Parasit, eine Krankheit sozusagen. Zum Glück gibt es aber Menschen, die gegen diese Krankheit sozusagen immun sind. Sprich, sie haben die negativen Symptome nicht, wie die Abneigung gegen alles, das sie in ihrem vorigen Leben geliebt haben, oder der Kannibalismus. Dafür aber sowas wie ein langes Leben, die Nachtsicht und ein besseres Gehör. Leider können diese Menschen die Krankheit trotzdem noch weitergeben, nämlich, genau wie HIV, durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und da entsteht das Problem des Hauptcharakters. Kel, 19, muss alle Frauen finden, mit denen er geschlafen hat, seit er infiziert wurde, und sie einfangen. Das Buch ist extrem komisch. Besonders Kel hat eine total sympathische, humorvolle Art. Ihn schließt man während des Lesens richtig ins Herz. Auch ist das Buch so ungefähr das Gegenteil von einem typischen Vampirbuch, und das hat mir besonders gut gefallen. Keine mysteriösen, anziehenden Kerle hier also. Das hat das Ganze sehr viel glaubwürdiger gemacht als das Durchschnittsvampirbuch. Außerdem hält das Buch grundsätzlich eine Überraschung bereit. Ich war so häufig über den Verlauf der Handlung überrascht, echt genial. Was ich auch toll fand, waren die kleinen biologischen Erläuterungskapitel, die zwischendurch immer eingeschoben wurden. Zwar war es ab und an doch ein wenig eklig zu hören, wie irgendwelche Parasiten die Augen von Schlangen zerfressen, damit sie schön blutig sind, aber ich habe wirklich was über Parasiten, Krankheiten und Evolution gelernt und das hat mir echt gut gefallen.